Heute bin ich mal wieder in einem Flusssystem. Wie gehe ich vor? Das heißt, die Planung ist erstmal sehr, sehr wichtig daheim, die Arbeit daheim. Wenn man Kanal anschaut, ist definitiv im Vorteil. Erkundungstour, schau doch mal rein, wo ich hier bin. Ich bin an einem Flusssystem, ist anscheinend 257 Kilometer ohne Barrieren, das heißt ohne Schranken. Fischtreppen hat es, aber für die Fische hat es keine größeren Barrieren in dem Sinne. So, das heißt, das Wasser ist ein wenig trüb, ist von der Qualität her sehr gut. Es hat gestern und vorgestern geregnet und darum ist es ein bisschen trüber wie sonst. Das heißt, ideal für einen Zander. Aber ich bin nicht auf Zander. Ich gehe heute mit Sprotten, kleinen Fischfetzen auf Aal. Genau an der Kante, an der abfallenden Kante. Ich bin vielleicht 2 Meter hier am Rand drin. Die Strömung ist in der Mitte zu stark. Und wie gehe ich vor? Das heißt, ich habe mir Futter angerührt, 3 Kilo ungefähr. Das ist aber nicht für den heutigen Tag bloß. Das ist so für die nächsten paar Tage. Das heißt, ich möchte, ein Freund von mir hat schon 1 Kilometer ungefähr weiter unten letztes Jahr einen schönen großen Wels gefangen mit einem großen Gummifisch. Und genau diese Fische möchte ich hier, dass sie hochziehen. So, das heißt, ich fütter immer mit meinem Grundfutter, alle 20, 30 Minuten kommt da eine Kelle voll rein. Da ist Mais drin, da ist, sind Linsen drin, da ist Reis drin. Schaut am besten mal unter der Playlist Karpfenfutter, Futterstrategie, so Zeug ist da drin. Ja, möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Im Endeffekt kommen alle 20 bis 30 Minuten, kommt da so eine ordentliche Kelle, nur am Rand. Kommen ein paar Pellets sind da drin, ganz wichtig, Fischpellets. Ich biete die Köder unten an mit so Art, das System zeige ich euch irgendwann mal, jetzt aber nicht. Das heißt, da ist ein Futterkorb dran und da tue ich auch Fischpellets rein, vor allem die kleinen Aalmagnet. Beschimpfen sie sich. Bisschen Schleichwerbung ist ja immer gut. Hier unten im Kommentarbereich unten schauen, da habe ich das auch aufgelistet, da könnt ihr das bestellen, da helft ihr mir und meinem Kanal finanziell auch. Das ist immer schön, danke dafür. Einen Daumen könnt ihr da lassen, liken und die, wo noch nicht abonniert haben, den Kanal bitte abonnieren. Vielen Dank im Vorfeld schon mal und genau, dass wir uns immer wieder sehen. So, das heißt, ich angel an der Kante. Ich fütter an, hier bestimmt 10 Bäume sichtbar, vom Biber umgenietet, liegen im Wasser. So, überall Fische, definitiv Aale und so. Hier unten, also ich bin mal runtergefahren, also bestimmt 30 solche Bäume. Sehr fischgerecht alles hier. Das heißt, die Fische, die brauchen Nahrung, unsere Raubfische. Wenn aber die Nahrung konzentriert hier an der Engstelle, hier beim Ibo ist, ist es so, dann ziehen die automatisch auch nach. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich heute eventuell hier nichts fangen werde, aber morgen, übermorgen, übermorgen komme ich definitiv mit einem Stück Käse. Barben werden am Platz sein, Döbel werden am Platz sein und natürlich der eine oder der andere Raubfisch wird auch am Platz sein. Und dann bin ich selber gespannt. Ich werde dann auch eventuell auch mal nachts ansitzen. Das heißt, jetzt bin ich am Tage, jetzt ist eigentlich die Anfütterungssache. Wenn ich einen Fisch fange, ist es schön. Dann hebe ich das auch gerne in die Kamera. Aber für mich geht es eigentlich immer darum, dass gerade solche Zeiten, wie zum Beispiel bevor der
Zander freigegeben worden ist, dass ich immer so eine Futterstrategie an einem Zandergewässer mache, dass ich konzentriert die Futterfische, die Köderfische hier am Platz habe, wo die Zander von einem Kilometer, zwei Kilometer da unten hochziehen. Das heißt, es lohnt sich dann immer, dieses Stück, diesen Kilometer hier, sag ich mal, auch mit der Spinnrute, mit Gummifisch, wie auch immer, mal, wenn man bloß eine Stunde Zeit hat, mal einfach mit dem Dropshot-System abzuklopfen und mal sein Glück zu versuchen. Aber so ist mein System heute. Ich hoffe, dass ich zu einem Fisch komme. Es ist sehr angenehm, aber wie ihr seht, es ist noch gar kein so dicker Pulli an Mann draußen Sitzwetter, sondern ganz dicker Pulli an Mann ja, draußen Sitzwetter. Genau. Es gibt kein schlechtes Wetter, sagt man ja. Es gibt bloß schlechte Kleidung, so sehe ich das auch. Ganz wichtig, immer ordentlich bekleidet ans Gewässer, dann habt ihr auch, könnt ihr länger durchhalten und dann kommen wir da zu dem einen oder zum anderen Fisch. Das will ich damit sagen. Das heißt, wenn einer auf der Couch sitzt und meine Videos anguckt, ja, der kann sich natürlich die Strategie oder die Vorgehensweise, wie ich, sich da abgucken. Aber auf der Couch daheim fängt man keine Fische, sondern am Gewässer, so wie ich. Ich habe meinen Chefsessel auch hier. Genau. Und im Endeffekt würde ich sagen, wenn ein Fisch, ja, ich sag mal, an den Haken geht, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, stramme Leinen. Passet auf euch auf, bleibt anständig. Von mir war's das. Bis die Tage. Ciao, ciao.